Hallo meine Freunde, ist wieder euer Wildgrünwanderer, seit langem mal wieder. Ich war ein bisschen verschollen jetzt, wir waren die ganze Zeit hier, da wo ich auch meinen letzten Beitrag gemacht habe, in Hessen, hier in der Nähe von Grebenhain. Und die Idee war, Woofing zu machen, sozusagen eine Art Urlaub gegen Hand. Und das machen wir im Prinzip immer noch. Wir haben uns sehr gut mit der Familie verstanden. Und wir werden jetzt mal bis Weihnachten da bleiben und da zusammen Weihnachten feiern. Und jetzt bin ich hier gerade wieder auf dem Vulkanradweg in der Rhön unterwegs. Sehr schönes Gebiet, November, neblig. Ich bin auf dem Weg hier nach Altenschlürf. Da gibt es eine Käserei und einen Bioladen. Da will ich mal reingucken und mich eindecken. Ja, und mal sehen, was uns noch so begegnet hier auf dem Weg. Erster Frost gab's schon. Vielleicht finden wir ein bisschen was. Hier haben wir schon was gefunden. Das ist der Weißdorn, ein Weißdornstrauch. Das ist ein essbarer Busch, der hat essbare Pflanzen, essbare Früchte. Die sehen wir hier. Das sind solche Rotfrüchte, die hier dran hängen. Und die haben einen Kern. Die Blätter sehen ungefähr so aus hier. Hier hängt nicht mehr viel dran. Und schon eins wird das abgeerntet hier. Man hat, sieht hier Dornen, deswegen auch Weißdorn. Das ist ein gutes herzstimulierendes Mittel. Man kann auch Weißdorn-Tee als herzstärkend zu sich nehmen, zum Beispiel aus Blättern, hauptsächlich aus den Beeren kann man aber auch Marmelade machen zum Beispiel, oder man kann sie auch so essen. Ja, jetzt nach dem ersten Frost ist das Aroma auch ein bisschen besser. Gucken wir mal, was wir noch so finden. Ja, also man sieht, man findet auch im November und auch im Winter noch was Essbares. Ist natürlich etwas karg nach dem Herbst. Aber durchaus gibt es noch was. Wenn man nicht darauf angewiesen ist, sollte man es natürlich den Vögeln lassen. Aber man kann durchaus noch was kriegen. Hier zum Beispiel kennt jeder Hagebutten. Da haben wir noch eine schöne. Ja. Hagebutten kann man natürlich auch essen. Und viele kennen das ja, wenn man da die Dinger aufmacht, hat man so ein schönes Juckpulver, was man anderen Leuten hinten in den Nacken streuen kann. Bestimmt viele von euch auch gemacht als Kind oder als Erwachsener auch. Und ansonsten kann man das aber auch essen oder als Tee machen, kennt ja auch jeder. Und wenn man das isst, frisch, ist Hagebutte eine der, zum Beispiel eine der höchst Vitamin C-haltigen Pflanzen oder Früchte, die es in Deutschland gibt. Viel höher noch als Zitrone oder irgendwas. Davon abgesehen, dass Zitrone nicht heimisch ist in Deutschland. Vergleichbar vielleicht noch mit mit Sanddorn. Also wenn nicht überhaupt die höchst Vitamin C-haltige Frucht. Also ab und zu mal eine Hagebutte essen. Frisch vom Strauch. Ein Jackpot für den armen verhungerten Wanderer. Thank you.
Ab und zu findet man auch noch leckere Brennnesseln im November. Und in dem Fall hier dazwischen sogar Taubnesseln. Erkennt man hier in diesen weißen Blüten, eine weiße Taubnessel. Kann man beides essen. Taubnessel direkt pflücken, zack, wegschnuggeln. Sehr lecker. Brennnessel auch lecker, aber immer erst in irgendein Kleidungsstück oder einen Beutel rollen. Ich glaube, so schlau ist jeder, sich die nicht so im Mund zu stecken. Meine Lieblingspflanze.